260 Kilometer unterhalb von Barcelona liegt das Städtli Peníscola. Der neue Stadtteil von Peníscola ist von Appartementhäusern und Hotelbauten geprägt. Die befestigte Altstadt von Peníscola ist um eine Burg gebaut und liegt auf einer Felshalbinsel. Auch das Städtli lebt hauptsächlich vom Tourismus. Die malerische Altstadt von Peníscola muss man gesehen haben. Das ist das bekannte Muschelhaus. Auch wenn das Wetter nicht gerade 100 ist, kann man die Aussicht geniessen. Also 13 Jahre lang, ist die Festung der Templer gebaut worden. 1415 ist der Gegenpapst Benedikt XIII. Von Avignon nach Peníscola gezogen und hat immer behauptet, er sei der rechtsmässige Papst. Der Papa del Mar, der Papst des Meeres, haben sie ihm gesagt. Er ist 1424 in der Burg gestorben.
Rundum hat man den Überblick. Nicht vergeben haben schon die Phönizier, Griechen und Karthager den 54 Meter hohen Felsvorsprung als Festung gebraucht. Die imposante Festung Peniscola ist als Kulisse für einige Szenen im Film El Cid vom Regisseur Anthony Mann gebraucht worden. Valencia, die drittgrößte Stadt von Spanien, liegt am praktisch ausgetrockneten Fluss Rio Turia, wo in eine Gartenanlage umgewandelt worden ist. Die futuristischen Gebäude vom Star-Architekt Santiago Calatrava muss man gesehen haben, wenn man die Stadt Valencia besucht. In diesen modernen Gebäuden sind das IMAX-Kino, Theater, Wissenschaftsmuseum und so weiter untergebracht. Das ist der Ozeanografische Park mit dem grössten Aquarium von Europa. Die Stadt Valencia ist im 3. Jahrhundert vor Christus von den Griechen gegründet worden. Die gotische Kathedrale mit ihrem unvollendeten Glockenturm. Plaza de la Reina liegt im Kern der Altstadt.
Überall kann man die verzierten, teils mit gemalten, brünnten Keramikblättchen bestückten Häuserfassaden bewundern. Nein, das ist nicht der Bahnhof. Das ist die im Jugendstil gebaute Märthalle. Jeden Tag werden hier an unzähligen Märzständen, hauptsächlich Esswaren von Spanien, verkauft. In den engen Gässchen der Altstadt gibt es viele nostalgische Geschäfte. Beim Torres des Serranos mit seinem Triumphbogen ist meistens der Ein- und Ausstiegsort der Touristen, wo Valencia mit dem Car besuchen. Das ist ein Elefantenfußbaum. Schon 500 vor Christus ist Granada in den Schriften erwähnt worden. Die Stadt Granada mit 300'000 Einwohnern war früher eine maurische Königsresidenz. Heute nur noch eine Provinzhauptstadt. Die Innenstadt der Universitätsstadt Granada ist hektisch und lärmig und lebt hauptsächlich vom Tourismus. Auf vielen Plätzen sieht man grossartige Monumente, meistens Herrscher oder Entdecker aus früheren Zeiten.
Araber haben dieser Stadt, die mit vielen Türmen umgeben ist, Medinat Alhambra gesagt. Alhambra heisst die rote Stadt nach der Farbe vom Baumaterial der Gebäude. Alhambra, der Nasriden-Palast, der Höhepunkt der maurisch-arabischen Baukunst in Europa, ist 1333 gebaut worden. Die mächtige Kathedrale von Granada kann man im Stadtbild nicht übersehen. Die Kathedrale ist die berühmteste Renaissance-Kirche von Andalusien. Nicht nur in Quaditz, auch hier leben die Leute in unzähligen Höhlenwohnungen. Der Palast von Karl V. ist 1526 gebaut worden. Wegen Geldmangel ist der Bau aber nie fertig worden und Karl V. hat auch nie hier gewohnt. Ein Fußweg führt auf die andere Seite zum Palast Generalife, Sommerresidenz der Nasriden-Könige. Schon der Name Alhambra tönt nach arabischen Nächten, schmeckt nach Mandel- und Orangenblüten und lädt einem vom Märchen aus 1001 Nacht träumen. Wie alle maurischen Bauten sind sie alle äußerlich unscheinbar. Ihre künstlerische Bedeutung liegt in der Innendekoration, ein Höhepunkt der maurischen Kunst. Alhambra, früher die letzte muslimische Bastion von Europa. Eine Königsstadt, die 1492 christlich wurde ist und nach dreijährigem Aufstand 1569 Muslime ganz vertrieben worden sind. Die Alhambra ist 1984 von der UNESCO zum Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Sevilla, Hauptstadt von Andalusien und viertgrößte Stadt von Spanien mit 800.000 Einwohnern.
Das sind Judasbäume. Die sieht man überall in Spanien in den Parkanlagen. Prinzessin Maria Luisa hat 1893 einen Teil von ihrem Park in der Stadt Sevilla geschenkt. In dem riesigen Park sind das Museum für Volksbräuche, Kunsthandwerk und archäologische Museum. Mira cuánto tiene papá la mano. Mira papá. Der Spanische Platz, der aus allen Stilrichtungen von der spanischen Architektur gebaut worden ist, muss man gesehen haben. Die ganzen Gebäude sind mit Azulejos, das sind gemalte, brönte Keramikblättchen, bedeckt und zeichnet Wappen und Leute aus der spanischen Geschichte. Ein weiteres Wahrzeichen von Sevilla, der zwölfeckige Turm Torre del Oro, 1220 gebaut, als Wach- und Leuchtturm gebraucht. Früher war das Dach mit Goldazulejos deckt. Die Kathedrale Santa Maria de la Sede ist 1402 bis 1506 anstelle von einer maurischen Moschee gebaut worden. Nur der Turm Giralda und der Orangenhof sind noch erhalten. Okay. 75 Glasscheiben zieren die Kathedrale. Das ist das grösste Altarbild der Welt, 23 Meter hoch und 20 Meter breit. An dieser Stelle, wo die Kathedrale steht, haben die streng gläubigen Almoraiden aus Marokko ihre Moschee gebaut. Nach der Eroberung von Fernando III. Haben die Christen die Moschee abgerissen und haben an diesem Platz Kathedrale gebaut. Kathedrale mit einer Fläche von 126 x 83 Meter und 37 Meter Höhe ist die grösste gotische Kathedrale der Welt. 5 Schiffe hat die Kathedrale von Sevilla.
Zu Fuss geht es auf den 97 Meter hohen Giralda-Turm. 1184 gebaut, wo ursprünglich als Minarett gebraucht worden ist. Trotz dem Regen hat man eine einzigartige Aussicht über die Stadt Sevilla. Erst 1568 ist die Glockenstube mit 24 Glocken auf einen Turm gebaut worden. Schon von weitem sieht man die grösste Stierkampfarena von Andalusien mit 14.000 Plätzen.